Folge 1, Morning of the Dead. Ein lautes Kreischen hallte durch die Luft, gefolgt von einem lauten Stöhnen und Grunzen. Ein Mädchen war der Körperlänge nach zu Boden gegangen und zog zischend die Beine an, bevor sie sich versuchte, wieder aufzurichten. Den Sturz hatte sie nur ihrer eigenen unbeholfenen Gangart zu verdanken, aber dabei war es genau jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, sich doof anzustellen. Fluchend zog sie sich an der Wand hoch und warf einen Blick über ihre Schulter. Nicht weit von ihr entfernt humpelte eine groteske Gestalt. Das Wesen gab immer wieder gurgelnde Geräusche von sich, während es ein Bein hinter sich herzog. In anderen Fällen hätte das Mädchen diesen Anblick als fiesen Streich ihrer Klassenkameraden abgetan, aber inzwischen wusste sie, dass es bitterer Ernst war. Sie lief wieder los, um diese übel riechende Kreatur hinter sich zu lassen, und bog um die nächste Ecke des Flures, um den Trakt für Naturwissenschaften zu erreichen. Ihr Ziel war eine Treppe am Ende des Korridors, die zur Pausenhalle und somit zum nächsten Ausgang führte. Immer wieder drohte sie fast zu stolpern, aber der Überlebensinstinkt war größer. Die Blondine biss die Zähne zusammen und beschleunigte, als ihr Plan auch schon ins Wasser fiel. Von vorne tauchte nun ebenfalls eine wankende Gestalt auf. Sie bremste und sah unentschlossen zwischen ihnen hin und her. Was war hier bloß los? Was waren das für Dinger? Die Geschöpfe hatten Ähnlichkeit mit Menschen und schienen einst auch welche gewesen zu sein, aber nun waren sie völlig anders. Ihre Haut war leicht bräunlich verfärbt und mit blauen Adern durchzogen. Statt Sprache drang aus den geöffneten Mündern nur ein absonderliches Stöhnen, und die Bewegungen wirkten so, als hätte man ihren Körper unter Strom gesetzt. Der eine Verfolger hatte einen gebrochenen Arm. Er musste übel gestürzt sein, denn ein Knochen ragte aus seinem offenen Fleisch heraus. Trotz dieser für Menschen eigentlich unerträglichen Verletzung bewegte sich der Schüler unkontrolliert auf sie zu, als würde er nur sie sehen. So etwas hatte sie schon einmal in einem Horrorfilm gesehen. Aber genau genommen waren Zombies doch nur Gruselmärchen. Hinter ihr lag ein Fenster, aus dem sie einen Blick auf den Schulhof hatte. Sie entdeckte eine kleine Gruppe aus 3 Schülern, die mit ihren Schultaschen um sich schlugen, um 10 andere Schüler abzuwehren, die genauso entstellt wirkten wie ihre eigenen Verfolger. Da wurden die Schüler auf dem Hof auch schon niedergerungen und förmlich in Stücke. Sie sah weg, konnte den Anblick nicht ertragen und stieß einen neuen, schockierenden Schrei aus. Ihre Beine sollten sich bewegen, wenn sie in Sicherheit wollte, aber sie gehorchten nicht. Stattdessen wurden sie weich wie Wackelpudding, weshalb sie nur schluchzend auf die Knie sank. Die Blondine hatte keine Kraft mehr und war sich sicher, dass nun auch ihr Ende gekommen war. Der faule, bittere Geruch der entstellten Ex-Schüler stieg ihr in die Nase und erzeugte so eine Art Übelkeit. Ihre Augen tränten von der Angst und dem Gestank. Der eine Schüler streckte schon seine gierenden Arme aus, wenn er seinen Mund aufriss und entsetzlich stöhnte. Sarah kniff die Augen zusammen, als es auch schon krachte. Ein machtvolles Donnern beförderte den Angreif auf die Bretter. Der entstellte Schüler blutete aus dem Kopf und zuckte nur noch handlungsunfähig. Der zweite Angriff hatte ebenfalls ein neues Ziel. Und erst jetzt wagte es Sarah, die Augen wieder zu öffnen. Ein anderer junger Mann hatte sich zwischen sie und dem Feind gestellt und schwang ein altes Eisenrohr. Er lenkte die Waffe zwar etwas unbeholfen, aber doch treffsicher, weshalb auch schon den zweiten Schüler dem Schädel einschlug. Wieder spritzte rote Flüssigkeit durch die Luft, als der entstellte Angreifer auch schon neben seinem Kollegen landete. Sarah sah zu ihrem Beschützer auf und wusste keine passende Antwort. Er war genau wie sie ein Schüler, aber aus einer älteren Klassenstufe. Sein Stand war fest und es tropfte noch etwas Blut von der Eisenstange, aber auch er schien psychisch angeschlagen, denn seine Hände zitterten und seine Atmung klang wie ein nervöses Rasseln. Eilig drehte er sich zu dem Mädchen um und reichte ihr die Hand. »Alles okay bei dir?« Sie nickte, war immer noch sprachlos und fixierte die leblosen Körper der anderen. »Was ist hier eigentlich los?« Der Blondschopf nahm die Hand und zog sie mit sich. »Keine Zeit für Erklärung. Wir müssen in Sicherheit, bevor noch mehr von denen auftauchen.« Sarah war etwas fassungslos, aber zugleich auch etwas wütend. »Was sind das für Dinge und wer bist du eigentlich?« »Ich heiße Marco. Und das hier ist das Ende der Welt.« Okay, das klang etwas melodramatisch, das gebe ich zu. Aber wie sollte man das sonst definieren? Es kam einfach alles so plötzlich, dass niemand richtig reagieren konnte. Eigentlich sollte ich an dem Tag eine Englischarbeit schreiben und mich nicht durch eine Horde von Zombies metzeln. Ja, ich hab's gesagt. Zombies. Sie sind da und jeder, der sagt, sie wären was anderes, lügt. Sie humpeln, sie stöhnen, sie fressen Fleisch, sie kommen in Massen und sie scheinen langsam vor sich hin zu gammeln. Was sollen sie denn sonst sein? Es ist schwer, eine Erklärung zu finden, besonders wenn man ein panischer Schüler ist. Also versuche ich es zu diesem Zeitpunkt gar nicht erst und erkläre euch lieber, wie alles begann. Alles fing heute Morgen an. Ja, so lange ist es noch nicht her, also halte die Klappe und hör zu. Das schrillende Piepsen eines Weckers riss ihn aus seinen Träumen. Völlig verschlafen zog sich Marco die Decke vom Kopf und schaute auf die roten Ziffern des Weckers. Es war 7 Uhr, also Zeit aufzustehen. Mit einem letzten Stöhnen rollte sich Marco zur Bettkante und kratzte sich grübelnd am Kopf. Der Traum letzte Nacht war seltsam gewesen.
Aber was sollte man auch erwarten, wenn man in Zeitlupe durch Vanillesoße schwamm? Benommen tapste er durch das Schlafzimmer und fiel dabei fast über den Wäscheberg, den er noch immer nicht in den Keller gebracht hatte, obwohl es ihm seine Mutter mehr als einmal gesagt hatte. Seine Eltern waren beide auf Arbeit, also gab es am frühen Morgen niemanden, der ihn deshalb anschnauzen konnte. Im Badezimmer tauchte er sein Gesicht in das gefüllte Waschbecken und genoss die Kälte, das kühle Nass, während er gleichzeitig versuchte, seine Haare zu richten, die in alle Richtungen standen. Nachdem er mehr oder weniger seine Cornflakes in sich hineingezwungen hatte, schlüpfte Marco in die für ihn typische Kleidung. Blaue Jeans, ein weißes T-Shirt, ein paar abgetretene Skaterschuhe und eine schwarze Kapuzenjacke. Wie so oft betrachtete er sich im Spiegel und zuckte anschließend mit der Schulter. Marco war wirklich nichts Besonderes. Er war langweilig und auch in der Schule ging er gnadenlos in der Masse unter. Er war kein Loser, aber auch nicht cool, so dass er einfach für niemanden interessant war. Keiner wollte etwas von ihm wissen. Und wenn man ihm eine Fähigkeit geben müsste, würde man sicher Unsichtbarkeit eintragen. Er machte sich auch nicht viel aus der Meinung der anderen. Aber nicht selten fühlte er sich einsam. Mit hängenden Schultern tapste der Blondschopf die Hauptstraße entlang und versuchte dabei nicht zu viel an die Englischarbeit zu denken, die auf dem Plan stand. Zum Glück war Marco einigermaßen gut in Englisch und brauchte nicht so viel zu lernen wie andere. Mit einem Strom aus Schülern, die mit Fahrrädern unterwegs waren, erreichte der Teenager endlich den großen Altbau im Herzen der Stadt und quetschte sich durch die Massen der Schüler in der Pausenhalle. Es war wie immer extrem voll am Morgen, weil alle darauf warteten, zu den Klassenräumen gelassen zu werden. Im Hintergrund versuchte der alte Hausmeister eine Glühbirne zu wechseln, aber er zuckte jedes Mal zusammen, wenn ein Schüler die wackelige Blechleiter berührte. Das Teil schien sehr empfindlich und immer wieder drohte sie einfach umzufallen. Marco hatte nun andere Sorgen und versuchte aus dem Vertretungsplan schlau zu werden, wo alles in rote Farben angestrichen war. Die Augen des Jugendlichen weiteten sich. Ganze 4 Lehrer fielen scheinbar aufgrund einer neuen Grippe aus, die zurzeit die Runde machte. Als er dann ein leeres Feld in der Mitte des Planes sah, musste er grinsen. Schwein gehabt, Sport fällt aus! Es war aber schon etwas krass, wie viele Leute im Moment krank wurden. Mindestens 5 Klassenkameraden waren ebenfalls zu Hause. Und dieser Trend setzte sich durch alle Klassen fort. Die Krankheit griff überall um sich und Marco war eigentlich nur froh, dass er davon nicht betroffen war. Ein weiteres Mal stieß er einen Gähnen aus, als ihm auch schon ein lautes Krachen zusammenzucken ließ. Ein kleiner Schüler war gegen die Blechleiter des Hausmeisters gerannt, die sich sofort zusammenzog und den gewichtigen Mann zu Boden warf. Jaulend sammelte der dickliche Hausmeister seine verbogene Leiter ein und schleifte sie murmelnd zum Abstellraum. Endlich kam auch die junge Referendarin, um die Glastüren zu den Klassenräumen zu öffnen. Kaum waren die Türen offen, da preschten die Jugendlichen durch die Flure und trampelten die arme Frau fast nieder. Marco hatte es nicht so eilig und schlenderte gemütlich zu seiner Klasse, die direkt am Anfang des Flures lag und daher weniger schwer zu erreichen war. Mit einem Seufzen schlängelte er sich durch die Sitzreihen und ließ sich auf den freien Platz in der hinteren Ecke fallen. Ja, ein weiterer Grund für sein Nichtauffallen war sein Sitzplatz in der hintersten Reihe. Er wurde selten aufgerufen und hatte alles im Blick. Geschichte stand auf dem Plan, aber scheinbar wollte sich die Klassenlehrerin auch nicht beeilen. Es vergingen 10 Minuten, bis dann die stellvertretende Direktorin ins Zimmer kam. Guten Morgen, liebe Schüler. Ich habe gerade erfahren, dass eure Lehrerin ebenfalls erkrankt ist und heute nicht kommen kann. Beschäftigt euch bitte leise und wartet auf weitere Anweisungen. Eine gewisse Besorgnis zeigte sich im Gesicht der jungen Frau. Und Marco wurde auch aufmerksamer, als er aus dem Fenster sah. Obwohl die Scheiben völlig verschmiert waren, hatte er einen guten Blick auf die andere Straßenseite, wo eine Mutter mit ihrem Kind panisch entlang lief, als würde ein Schwarm Bienen sie verfolgen. Der Blondschopf ignorierte den Anblick und ließ seinen Kopf gelangweilt auf die Tischplatte sinken. Wie sollte er sich nun beschäftigen? Vielleicht konnte er ja den Tisch mit einem Geodreieck durchbohren, aber den Gedanken verwarf er wieder. Einmal, weil es zu zeitaufwendig war und zum anderen, weil er für die Sachbeschädigung sicher Ärger bekommen hätte. Kaum war die stellvertretende Direktorin wieder verschwunden, da brach heilloses Chaos aus. Die Jungs ärgerten die Mädchen, die Sportskanonen beschlossen lieber den Schulhof unsicher zu machen und ein paar andere machten sich über ihr Pausenbrot her. Marco verblieb noch einen Moment an seinem Platz, dann richtete er sich auf und verließ ebenfalls das Zimmer, um dem Klo einen Besuch abzustatten. Zu einem größeren Geschäft war es nach dem Aufstehen nicht gekommen, also bot sich das nun vollkommen an. Eilig stürmte der Blondschopf durch den Korridor, um sich der Last in seinem Darm zu entledigen. Kaum hatte der Teenager den weiß gekachelten Raum betreten, da fiel ihm auf, wie selten er eigentlich hier aufs Klo ging. Die Wände waren mit Edding beschmiert und die Pissbecken schienen vollkommen mit Toilettenpapier verstopft zu sein. Es roch unangenehm nach Urin und der Boden war vollkommen nass von übergelaufenen Waschbecken. Schon war der Drang, sich hier hinzusetzen und ein Geschenk dazulassen, verschwunden. Was wollt ihr eigentlich? Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn ihr glaubt, Zombies seien ekelhaft, dann habt ihr nie versucht, an so einem Ort aufs Klo zu gehen. Niemand konnte mich auf eine der Schüsseln kriegen. Tja, so ändert man seine Meinung. Deprimiert kehrte Marco auf den Flur zurück und ließ seinen Blick durch die Schaukästen schweifen. In diesen waren meistens die Kunstwerke aus dem entsprechenden Unterricht zu finden. Irgendwo in einem der Vitrinen stand noch eine Tonmaske, die er gemacht hatte.
Im Zeichnen war Marco ein unschlagbares Talent und das zeigte sich auch in seiner Kunstnote. Aber wenn es um materielle Dinge wie Ton ging, verließen ihn seine kreativen Energien. Sein Plan war es gewesen, sie so zu gestalten, dass sie coole Muster hatte und am Rand Krepppapier hing, das wie Feuerflammen abstand. Das alles hatte sehr toll in seiner Fantasie funktioniert, aber war in der Realität alles andere als umzusetzen. Durch die Muster wirkte das Gesicht der Maske wie ein Tätowierer mit Verstopfung und die coolen Flammen sahen aus wie ungewaschene Haare mit Spliss. Das Teil war so hässlich, dass nicht einmal Marco selbst es mit einer guten Note bewertet hätte. Plötzlich erregte ein neues Krachen seine Neugierde. Es klang wieder wie das Scheppern der Blechleiter des Hausmeisters. Da sich der Blonde die Schadenfreude nicht verkneifen konnte, schielte er vorsichtig um die nächste Ecke. Aber statt dem Gelächter auszubrechen, stockte er. Was ist denn das? Der dicke Hausmeister war wirklich von der Leiter gefallen, aber nicht ohne Grund. Direkt vor ihm stand eine röchelnde Schülerin, die sich zu ihm hinabgebeugt hatte, als wolle sie ihn küssen. Ehrlich, ich hab nix gegen Beziehungen, aber eine 15-Jährige war wohl kaum der geeignete Partner für einen 64 Jahre alten Hausmeister. Abgesehen von der Tatsache, dass es illegal war. Naja, was soll ich tun? Dann fiel dem Jugendlichen doch etwas auf. Die Küssorgie ging nicht von dem alten Typen aus, sondern von der Schülerin. Scheinbar versuchte sich der Hausmeister sogar zu wehren, aber er gab nur ein entkräftetes Stöhnen von sich und fuchtelte mit den Armen, wenn die 15-Jährige sich förmlich auf ihn schmiss. Mit einem letzten Seufzen beschloss Marco nun doch dazwischen zu gehen. Entschuldigung, alles in Ordnung? Der Hausmeister sagte nichts mehr, aber das Mädchen sah sofort von ihrem Opfer auf und drehte sich langsam zu dem blonden Jungen um. Der Anblick war nun doch schockierend, denn Blut tropfte aus ihrem Mund und sie war vollkommen blass. In ihren Augen waren die Pupillen weiß gefärbt und ihr hingen noch Fleischstücke zwischen den Zähnen. Tja, sie hatte ihn zum Fressen gern. Das war meine erste Begegnung mit einem Zombie. Am helligsten Tag. Mitten in der Schule. Direkt vor einer Englischarbeit. Ich glaube, das würde mir nie jemand glauben. Marco war so starr vor Schreck, dass er nicht reagierte, selbst als diese veränderte Person auf ihn zukroch. Er bewegte sich erst wieder, als sie direkt vor ihm war und ein aggressives Fauchen ausstieß. Sie versuchte, sein Bein zu packen und es zu beißen, aber der Blondschopf ließ sich nicht länger beirren. Geh weg, du Psychopathin! Er hob sein Bein und trat ihr mit aller Wucht auf die Handfläche, was aber scheinbar keine Wirkung auf das Geschöpf zeigte. Nun umschlang sie doch noch sein Fußgelenk und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Mit einem Poltern fiel Marco der Länge nach zu Boden. Ein Adrenalinspiegel stieg an und brachte sein Herz zum Rasen, wenn ihm ein fauliger Gestank aus dem Rachen des Mädchens entgegenschlug. Sie versuchte ihn zu beißen, aber in seiner Panik wand sich der Teenager immer wieder aus ihrem Griff heraus. Was ist mit dir los? Hallo? Angst ließ den Puls noch weiter ansteigen, während er diesen pumpenden Kopfschmerz verspürte. Noch in seiner Verwirrung schnappte sich der Schüler eine Metallstange, die von der Leiter abgebrochen war, und holte aus. Was denkt ihr, wie es ausgegangen ist? Natürlich mit einem zermatschten Kopf, einem panischen Schüler und der drohenden Apokalypse. Nach nur einer halben Stunde tauchten überall diese veränderten Schüler auf und fielen über alles her, was sich bewegte. Da wurde mir bewusst, dass ich die Englischarbeit nicht schreiben musste. Ich kämpfte mich an 4 weiteren Zombies vorbei und merkte, dass sämtliche Schüler panisch das Gebäude verließen, wenn wieder andere verzweifelt in die Falle gedrängt wurden. Ich wusste ja noch nicht, wie es außerhalb der Schule aussah. Bevor ich aber dazu kam, es herauszufinden, hörte ich diesen Mädchenschrei aus dem Naturkundetrakt. So traf ich Sarah und der Schrei der Untoten hatte begonnen. Can I get any of you cunts a drink? Und bog um die nächste Ecke des Flures, um den Trakt mit Tür Natur. Keiner wollte etwas von ihm wissen. Und wenn man ihm eine Fähigkeit geben müsste, würde man sicher Unsichtbarkeit. Der Teenager endlich den großen Altbaum im Herzen der Stadt und quetschte sich durch den Altbaum. Jaulend sammelte der dickliche Hausmeister seine verborgene Leiter! Endlich kam auch die junge Referendarin und Geschichte stand auf dem Plan, aber scheinbar wollte sich der Klassen. Oh Gott, ey, ich hab den ganzen letzten Part verhauen. Eine Mutter mit ihrem Kind panisch entlang lief, als würde ein Schwamm. Schwammbienen! Ein Schwamm! Schon war der Oh Mann! Bevor ich aber dazu kam, es herauszufinden.